Ja, moin moin und herzlich willkommen, liebe Psychonauten und Nachtschattenfans, zu eurer Nachtschattentelevision, ihr Lieben. Ja, diese Folge ist für mich persönlich ein ganz besonderes Highlight. Heute wollen wir uns nämlich auf die Bekanntgabe zwei neu erschienener Titel konzentrieren. Ihr könnt euch schon denken, worum es geht. Zum einen haben wir ein Buch im Nachtschattenverlag neu rausgebracht, das mir ein Herzensprojekt war, nämlich, kann ich euch direkt zeigen, Yuma Greenwood, das psychedelische Kochbuch. Ein wirklich ganz, ganz tolles Buch. Ich habe das damals vom Autor im Eigenverlag produziert gefunden. Unser Autor hat das also schon mal selbst herausgebracht. Und dann habe ich gefragt, ja sag mal, wie sieht das aus? Wir würden das gerne im Nachtschattenverlag auch publizieren, weil es ein tolles Buch ist mit einem Sujet, das es so noch nicht gibt. Es geht also tatsächlich um die möglichst einfache Extraktion von Psychotropen, insbesondere psychedelischen Pflanzen. Ja, und da hat sich der Autor, der Yuma, total gefreut, dass wir die Produktion ins Programm aufnehmen wollen. Wir haben das Buch gründlich überarbeitet, inhaltlich auch ergänzt und angeglichen und richtig geiles Buch draus gemacht. Und jetzt ist dieser Titel endlich lieferbar. Ihr seht es hier, das psychedelische Kochbuch, auch ein geiles Cover. Und also ich denke, das Buch ist wirklich für alle Praktiker was. Das sollte man nicht vermissen, wenn man sich für psychoaktive Pflanzen, psychedelische Organismen und insbesondere für die Extraktion der Wirkstoffe aus diesen Pflanzen und Pilzen interessiert. Und von daher kann ich euch jedem nur dieses wunderbare Werk ans Herz legen. Alle Vorbesteller sollten es bereits bekommen haben und es ist jetzt bei uns im Programm und kann von euch geordert werden. Wirklich super guter Tipp und auch ein Herzensprojekt von mir selbst. Ja, und dann ist gerade rausgekommen und das ist eigentlich das, wo ich jetzt wirklich mich super mega freue wie ein Kind an Weihnachten, weil es lang gedauert hat, nämlich die Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen Band 2, den ich zusammen mit Christian Rätsch geschrieben habe. Innerhalb von 2,5 Jahren allein die Schreibarbeiten, die Recherche und das alles war noch weiter in der Vergangenheit zurück. Und dann haben wir jetzt 1,5 Jahre, seit das Manuskript im Verlag abgegeben worden ist, gewartet, bis die Produktion fertig war. Ich habe über 100 Seiten Ergänzungen nachgereicht. Das waren 1100 Seiten Manuskript, die wir eingereicht haben, Christian und ich. Und der Verlag hat hier ein Buch mit 800 Seiten gemacht, selbes Format wie Band 1. Und jetzt ist es hier tatsächlich da und ich kann es noch gar nicht fassen. Ich muss euch sagen, jetzt wo ich das hier drehe, habe ich es gerade eben selber erst bekommen. Ich war der Letzte, der es bekam. Alle anderen hatten es schon, aber das ist ja oftmals so, der Cosmic Joke. Ja. Und dann kann ich euch gleich sagen, dass wir am 15. September in Solothurn, in der Heimatstadt unseres geliebten Nachtschattenverlags, der übrigens natürlich eine Lizenzauflage hiervon auch im Programm hat. Das ist im Original im AT-Verlag herausgekommen, das ja ein Partnerverlag des Nachtschattens ist. Und wir haben auch eine Lizenzauflage mit Nachtschatten-Logo. Und da werden wir am 15. September in Solothurn eine Vernissage veranstalten. Christian Rätsch wird da sein, ich werde da sein, unser Verleger Roger Liggenstorfer wird da sein, auch der AT-Verleger, der Urs Hoffmann wird da sein. Und dann hoffen wir, dass ihr euch zahlreich anmeldet. Ich blende euch den Flyer ein. Das Ganze ist im Wengi-Saal in Solothurn. Da ist die Platzzahl begrenzt. Wir bitten also um formlose Anmeldung per E-Mail. Das seht ihr alles auch auf dem Flyer und ich habe es auch unten in den Shownotes nochmal notiert. Ja, und da werden wir ein bisschen was zum Produktions-, zum Entstehungsprozess erzählen und das Buch im Allgemeinen präsentieren und ihr könnt es dort auch käuflich erwerben und auch direkt von uns signieren lassen, ihr Lieben. Ja, also das ist wirklich jetzt, war für mich persönlich einfach das Highlight auch dieses Jahres natürlich. Ein dickes, geiles Buch und ich bin noch so in Schockstarre, dass ich mich noch gar nicht richtig freuen kann, ihr Lieben. Ja, ich sehe euch dann am 15. September zur Vernissage in Solothurn. Den Flyer haben wir auch nochmal auf unseren Social Media Accounts. Ihr werdet auch auf luciesmagazin.com, also auf unserer Website von Lucys Rausch, auch einen Artikel zum Thema finden. Auch natürlich mit dem Termin für die Vernissage und der Adresse für die Anmeldung info@nachtschatten.ch. Ja, ihr Lieben, dann möchte ich euch nochmal auf eine Aktion hinweisen. Achso, bleibt mal dran. Am Ende des Videos machen wir noch eine Verlosung. Wir verlosen nämlich dreimal dieses wunderbare psychedelische Kochbuch. Das machen wir dann ganz zum Schluss. Verfolgt mal aufmerksam jetzt, was ich sage. Am Ende der Sendung stelle ich noch eine Frage und dann könnt ihr dreimal dieses wunderbare Buch gewinnen, ihr Lieben. Ja.
Dann eine Aktion, die wir haben. Ich habe es im vorigen Video schon mal angekündigt. Wir machen ja gemeinsam mit Matt Mushroom und seinem Projekt Hempedelic haben wir gerade eine Aktion laufen, und zwar die Goodie Box und Goodie Game Aktion. Ich habe euch unten den Link natürlich reingeschrieben in die Shownotes zum direkt draufklicken. Da könnt ihr nämlich eine Goodie Bag vom Nachtschatten Verlag bestellen. Also, wie der Name schon sagt, Goodie Bag, ein Tütchen mit verschiedenen tollen Inhalten und das für sage und schreibe 0 Euro. Das heißt, ihr könnt also einfach dieses Goodiebag bestellen, müsst dafür gar nichts bezahlen, bekommt es frei Haus geliefert und macht dann auch noch bei einem Spiel mit, nämlich beim Goodie Game. Ja, da möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, da schaut ihr euch mal unten den Link einfach an. Es gibt nichts zu verlieren, es gibt nichts zu investieren, es kostet überhaupt nichts, man kann nur gewinnen. Man bekommt vollkommen kostenlos dieses Goodiebag, diesen Beutel mit tollen Sachen und nimmt ebenfalls kostenlos an einem Spiel noch teil. Schaut euch unten die Modalitäten einfach mal an. Dann kommen wir zu den Terminen, die jetzt anstehen. Jetzt ist ja Corona so gut wie überwunden und die zahlreichen Messen und anderen Veranstaltungen gehen weiter. Eben war auch die Hanfparade und diverse andere Messen sind auch gelaufen. Die Mary Jane war und in Hamburg die Messe war und zahlreiche andere. Und jetzt steht an, demnächst, in wenigen Tagen, vom 10. bis 11. September in Zürich, die CB Expo. Ja, und da habt ihr natürlich auch die Gelegenheit, auch unseren Verlag zu treffen, Mitarbeiter unseres Verlags und überhaupt tolles Szene-Treffen, tolles B2B und das, was eben in der Schweiz an Hanfmessen so läuft, ist ja sowieso immer geil und das sind immer Highlights, da trifft man immer tolle Leute und es ist immer gut organisiert und es ist eigentlich immer einfach nur geil und von daher kann ich euch nur raten, dahin zu gehen. Genauso einen Monat später, das werden wir in der nächsten Folge im September nochmal avisieren, auch die Cultivar Hanf Expo in Wien, die läuft vom 7. bis zum 9. Oktober. Cultivar hat sich ja jetzt zusammengelegt mit der Hanf-Expo-Messe. Das war eine ganz junge und dann nicht etablierte. Und die Cultivar ist ja nun eine der ältesten deutschsprachigen überhaupt mit der Cannatrade zusammen. Die läuft schon ewig, war immer in der Eventpyramide in Vösendorf und ist aber jetzt in die Marx-Halle nach Wien verlegt worden. Im Doppelpack Cultivar und Hanf-Expo zusammen. Könnt ihr euch also auch schon mal in euren Kalender eintragen. Wer sich das jetzt nicht merken konnte, kann auch auf luciesmagazin.com gehen unter dem Punkt Agenda. Findet ihr die verschiedenen Veranstaltungen dann auch aufgelistet. Die nächste Lucys Rausch ist auch schon wieder heftig in Arbeit. Ende Oktober, Anfang November erscheint sie, eher Anfang November als Ende Oktober, und wird diesmal zum Metathema die psychoaktiven Pilze beinhalten. Ich blende euch schon mal das mega geile Cover ein, das unsere Grafik da gebastelt hat. Ein Hammer, wie ich finde. Und dieses Magazin erwartet auch mal mit Spannung. Es geht, wie gesagt, um psychotrope Pilze, aber natürlich nicht nur. Wir haben unter anderem auch einen exklusiven Artikel drin von meinem sehr geschätzten Kollegen David J. Brown aus den USA, der uns einen Artikel über DMT-Entitäten, also über Begegnungen mit DMT-Wesenheiten beigesteuert hat. David schreibt zurzeit auch ein Buch zu genau diesem Thema, in dem er, wie in den USA gerne üblich, zahlreiche Interviews von Protagonisten versammelt zum Thema Begegnung mit DMT-Wesenheiten. Höchst interessant. Auch ein Interview mit Merlin Sheldrake haben wir dabei. Das ist der Sohn von Rupert Sheldrake, dem Bekannten, der auch extrem viel zu sagen hat und ein ganz, ganz tolles Pilzbuch rausgebracht hat. Verwobenes Leben heißt das. Das kann ich auch jedem nur ans Herz legen. Auch eine super Übersetzung, richtig schönes Buch. Ja, und dann kann ich euch natürlich auch noch darauf hinweisen, dass wir auch ein Online-Abo von Lucys Rausch natürlich anbieten. Ihr wisst, wir haben ein News-Portal seit 2019 etabliert, wo unter der Woche jeden Tag ein Artikel veröffentlicht wird. Alle 14 Tage ein extra Artikel, der käuflich zu erwerben ist für wenige Cent oder für unsere Online-Abonnenten eben im Abo-Preis natürlich mit drin ist. Und möchte ich euch auch bitten, guckt euch das mal an, ob das nicht was für euch ist. Hier bekommt ihr auch exklusive Inhalte, also Sachen, die im Heft jetzt nicht erschienen sind, teilweise aber natürlich auch Artikel aus dem Magazin, exklusiv online und so. Und guckt euch das mal an, also ich denke, das könnte für manchen von euch schon was sein. Dieses Online-Abo ist nicht teuer, auch da findet ihr unten in den Shownotes, in der Videobeschreibung den Link
zur Seite, wo ihr das Online-Abo lösen könnt, ihr Lieben. Ja, und dann hatte ich ja vorhin schon gesagt, zum Schluss der Sendung, der sich jetzt schon nähert, und heute ging es wirklich um die Enzyklopädie vor allem und auch um unser anderes neues geiles Buch, das Psychedelic Cookbook, ja, wollen wir jetzt nochmal verlosen, ihr Lieben. Ja, wenn ihr folgende Frage richtig beantwortet, schickt uns natürlich eine E-Mail, wie immer gerne an info@luciesmagazin.com. Wie viele Seiten, ich habe es vorhin gesagt und diejenigen, die das Buch haben, können auch gucken, wie viele Seiten umfasst die Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen Band 2? Ich kann euch sagen, Band 1 umfasst 940 Seiten. Band 1, ich hatte es vorhin schon mal gesagt, auch mit dem Produktionsprozess und wie lang das Manuskript war und so weiter. Wie viele Seiten hat dieses Buch, die Enzyklopädie der psychoaktiven Pflanzen Nummer 2? Die richtige Antwort, auch unten habe ich euch nochmal alles hingeschrieben, schickt ihr bitte an info@luciesmagazin.com. Und unter den richtigen Einsendungen werden wir dann 3 Gewinner dieses Buches verlosen oder per Los ziehen. Und dann bekommt ihr dieses Werk frei Haus geschickt. Freut euch da schon mal drauf, ihr Lieben. Ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Man sieht sich vielleicht auf der Vernissage in Solothurn am 15. September. Da würde ich mich sehr freuen, euch da begrüßen zu dürfen. Christian sicherlich auch. Schön, dass wir auch beide da sein können. Perfekt. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen schönen Restsommer und einen guten goldenen Herbstanfang. Bis bald, ihr Lieben, bleibt uns gewogen und tschüss.